meine Lieben, und willkommen zurück zu Ultimate General Civil War. Und ja, wir befinden uns hier in einer gar nicht mal so guten Position, denn unser Zentrum bricht hier zusammen, leider. Ja, das ist so, das ist wirklich wahr. Wir haben hier Law, der kommt zurück, wir haben hier Early, und wir haben hier Hood. Ah, okay, das ist Hood von der Nachhut jetzt schon, oder halt von den Verstärkungen, denn die werden wir vielleicht gar nicht mal so auf den Feind direkt schicken, sondern hochgehen. Wir haben noch 19 Minuten. Jetzt mal gucken, ob wir die noch ein bisschen halten können, die 19 Minuten. Das wäre halt schon gut, gell? Branch wird vielleicht Double Speed mäßig dorthin gehen und go. Und unsere gute Shoemaker Artillerie. Nein! Edward Thomas noch schnell verwundet. Oh, und Lee. Oh nein, Lee routed. Ja, das sieht hier gar nicht so gut aus. Um ehrlich zu sein. Lassen wir mal den Thomas kommen, dass der ein bisschen die von hinten mit Feuer belegt. Oder wie man bei der Marine sagt, bestreicht. Gut, Bradley überlegt sich nochmal anders. Na, ob das die gute Idee war, bin ich mir jetzt gerade nicht mehr ganz so sicher. Ja, ja, oje, oje. Thomas, es tut mir leid, ich bin schuld. Supplies hat aufgegeben. Was, Route? Oh, wo kommt denn der her? Wie hat denn der es denn geschafft, sich hinter uns zu setzen? Na, das wüsste ich jetzt mal gern. Eine Minute noch, dann ist hier rum. Oh je, da oben. Thomas, es tut mir leid, ja. Also. Nicht optimal gelaufen. Der nächste Tag, Gott sei Dank. So. Ach, meine Güte. Es ist General Jackson gelungen, seine Position gegen überlegene Kräfte zu halten. Nun sind sämtliche konföderierten Verstärkungen auf dem Feld. Es ist an der Zeit, die Unionsarmee mit einem Gegenangriff vom Schlachtfeld zu vertreiben. Genau, das würden wir dann hier unten machen. Unsere Unterlegenheit ist nur noch fast 20.000. Oh, keine 30.000 mehr. Gut. Und wir kommen jetzt hier von westlicher Seite. Greifen wir sie hier an und hier oben mal gucken. Ich weiß nicht, ob wir da was machen können. Das sehen wir dann. Die gestrigen Kämpfe waren hart, aber wir konnten unsere Stellung gegen eine weitaus größere Armee behaupten. Oh ja, das konnten wir tatsächlich. Pope scheint die taktische Situation nicht zu verstehen. Er mobilisiert für einen weiteren Großangriff auf unser Zentrum. Entweder weiß Pope nicht, dass wir zusätzliche Verstärkung erhalten haben, oder er glaubt, dass wir uns zurückziehen wollen. Wir sind jetzt bereit, den Gegenangriff mit unserem frischen Kurs zu beginnen. Okay. Wir sind sowas von bereit. Ihr vorrangiges Ziel ist es, unser Zentrum auf Stony Ridge zu halten und den richtigen Moment abzupassen, um die Linke der Union anzugreifen und diese Hügelketten zu nehmen. Es wäre ratsam abzuwarten, bis Porte bei einem weiteren vergeblichen Frontalangriff noch mehr seiner Männer geopfert hat und erst dann zurückzuschlagen. Okay, also bisschen den Porter machen, abwarten. Danach werden wir die Gegend von Yankee säubern und nach Osten marschieren. Viel Glück, General. Ja. Na dann. Gehen wir jetzt mal gucken, wie es hier ausschaut. Oh, Leute. Oh, es sieht geradezu übel aus. Gut, wir gehen aber nicht mehr hier nach vorne. Ich weiß nicht, ob wir das überhaupt schaffen, da nach vorne zu gehen. Vielleicht dann Lee mit der Kavallerie. Geh mal auf die Pferde und dann dorthin oder hierhin.
Da machen wir vielleicht den Brunch hin. Wobei. Al Forno geht dorthin, Early geht. Oh. Da geht's schon los. Ah, okay, und da sind sie. Da müssen wir gar nicht arg weit gucken. Da sehen wir es schon, aber reit jetzt mal runter zu Schirmer. Vielleicht können wir dort was machen. Gut, die Truppen hier bewegen sich alle sehr gut. Jawohl, super, sauber. Ihr macht euch jetzt bitte auf den Weg. Es war nett, Lorden. Vielen Dank. Aber da kannst du nichts mehr ausrichten. Jetzt komm zurück. Und hier, keine Ahnung. Wir gehen einfach weiter. Sauber. Jetzt haben wir. Oh, gut. Jetzt haben wir ihn ordentlich. Jawohl. Ja, genau. So muss das laufen. Sehr gut gelaufen. Okay. Haben ihn reingelockt und dann den Sack zugemacht. Ja, komm, das könnte gut klappen und komm, wir können fliehen. Ah, böse. Gut, Chapman geht wieder, hat sich's überlegt. Aber Archer ist auch halt total im Eimer. Wen haben wir hier jetzt noch bekommen? Das Supply Wagon. Ja, komm schon. Mach kein Ding. Okay, und hier werden wir langsam weiter vormarschieren. Ja, unaufhaltsam. Kommen wir jetzt hier. Ja, läuft doch ganz ordentlich. Ja gut, da oben, der ist weg, aber
Ich habe den Namen schon wieder vergessen, der war halt auch schon zu fertig. Wir haben einen ähnlichen Erfolg hier erstritten. Wow, schaut euch das an. Gut, den Weed, den kennen wir auch schon. Ja, sauber. Oh. Ja, wollen jetzt bitte kommen dem Roberts in die Flanke und einfach mal ein Volley muss richtig sitzen. Sauber, jawohl. Ah, die haben uns aber auch ordentlich erwischt. Wie sie davonlaufen, Junge, Junge, Junge. Richtig gut. Gut, die sind hier alle am Kommen, jawohl. Wilcox. Ja, gut, 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 gut. Wir machen schon gut. Schaut euch das an. Und hier oben alles unter Kontrolle.
Alles gut. Die haben keine Chance. Wie auch. Jawohl. Shield Bridge ist gesichert. Okay. Dann kommt mal, ihr lieben Kanonen, nach oben. Vielleicht kriegen wir den Siegel hier weg. Ah, es ist zu weit weg, oder? Werden wir nicht ganz schaffen. Longstreet ist bereit zum Angriff. Okay. Ja, aber wir hatten doch noch Zeit, die Uhr war nicht abgelaufen, oder? Schnell, General, konzentrieren Sie alle Kräfte, um Henry Hill zu sichern. Okay. Das ist Popes letzte Verteidigungsstellung. Von hier aus können wir seinen Fluchtweg kontrollieren und seine Armee einkesseln. Okay, Robertsons Kavallerie. Wow, sauber sieht's aus. Und da haben wir Henry Hill schon gesichert. Jawohl, Bro, da können die gar nichts machen. Keine Chance. Und hier der Mieter, stehen sie, um sich erschießen zu lassen. Ja, oder schaut euch das an. Oh mein Gott. Oh mein Gott, so. Wo ist die Kavallerie? Die schicken wir mal vielleicht hier rüber. Ja, der ist aufgelöst. Der ist evaporiert quasi.
sieht noch ganz gut aus. Momentan. Komm mal hier rüber. Jetzt wird es hier doch noch eng. Enger. Artillerie ist mäßig. Oh, Lord, was ist hier los? Okay, da sieht's ungut aus. Gut, bleib mal schön hier stehen. Gut, ja, die kriegen halt wirklich ordentlich einen rein. Können wir hier, ohne angegriffen zu werden, einen Angriff wenigstens schaffen? Nur ein bisschen, dass die fliehen. Ah, verflucht. Na gut. Da musste man ausgehen davon. Dass das nichts wird, Jackson, bitte. Okay. Passt ja noch ganz gut, also jetzt nicht zu bestürzen, schön in Ruhe. In Ruhe alles aufbauen hier. Ja, wir stehen hier gar nicht mal so gut, um ehrlich zu sein.
Na, und hier schneiden wir ihn den Rückweg ab. Wenn wir es denn schaffen. Boah. Die haben die Position, mein lieber Mann. Gut, da oben sieht es auf jeden Fall auch gut aus. Hier oben haben wir nur noch Stuart. Mann, 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 was für ein Gemetzel. 1:51 wird ein bisschen heftig. Wir müssen hier unten aus der blöden Position rauskommen. Armistead, nein! Jetzt kriegt er einen Nagel, jawohl. Ja, sauber, schön. Schön eine mitbekommen, okay. Empty, ja gut. Eieiei, wie böse. Also der Colt kriegt richtig ordentlich ab. Da kann auch der Vogel mal einfach reinhalten. Aus nächster Nähe Artillerie. Oh, oh, da haben wir noch mal eine Kavallerie. Und die sind einfach vernichtet hier, einfach weg. Die hat es einfach erledigt, ja gut.
Das Tripling steht ganz ordentlich. Kommt schon, Stonewall. Aber 2570, mein lieber Mann. Noch 54 Minuten. Ich wollte gerade sagen, Robinson hier startet Millie-Angriff, ja. Route, hat aber gut, Unterstützung. Oh, Leute. Ja, also die Kavallerie ist schon wirklich gut, gerade für so taktische Angriffe. Hier zum Beispiel jetzt die zu umflanken. So, die Zähne drehen uns perfekt ihre Flanke zu. Also es läuft schon ganz ordentlich. Da kann man wirklich nichts sagen. Ja, da hinten ist halt noch, gell? Der Bayer, der ist da schon noch. Mal gucken, was die Artillerie, was die Kavallerie macht. Und Feuer. Ja gut, so gut waren wir jetzt aber nicht, gell? Schieß noch mal. Wow.
Noch 16 Minuten. Wir spulen jetzt mal vor. Ich glaube nicht mehr, dass wir das verlieren. Beenden. Na, perfekt. Ha! Habt ihr das gesehen? Oh mein Gott. Das war jetzt unser erster richtig guter Sieg. Und zwar nicht mehr auf dem leichtesten Schwierigkeit, sondern Brigadegeneral. Bin ich ein bisschen stolz drauf. Doch, ganz cool. Thomas Jackson und James Stewart und James Longstreet haben es geschafft. Gegen Heinzelmann, McDowell, Siegel, Reno, Sturges und Porter. Alles. Wir haben alle Ziele erfüllt. Einheiten erste. Was? Die Louisiana Brigade hat 5000. Fünf, das haben wir noch nie gehabt. 5000 erwischt. Oh mein Gott. 5000. Der Talia Ferro war gut. Der war immer schön verschanzt oben bei den Mauern. Gell? 2-7. Gut. Hat auch viel eingesteckt. Na, Archer. War auch ordentlich laut. Und dann kommt der Krystalowski, der war ein harter Bursche. Aber da war es schon, der hat schon wieder mehr verloren, als er erwischt hat. Ja. Heieieiei. Okay, gut. Und damit jetzt, okay, Brown hat 59 verloren, jemanden abgeschossen. Buford hat gar nichts gemacht, der war ja gar nicht dabei, Bufords Kavallerie. Hallo? Sorry, tut mir echt leid, gell? Stills, die haben auch ein komplettes Regiment hier nicht eingesetzt. Wie kann das sein? Also wie kann das denn sein? Jetzt gucken wir uns mal die Artillerie an. Ja, ja gut, da waren wir weit entfernt davon. Oh, der Cook war gut. Ja, da unten kommen wir dann. Ja, mit Shoemaker als beste Artillerie. Also wir waren da nicht gut. Hm. Da war sie vielleicht nicht gut aufgestellt. Keine Ahnung. Ja, und unsere Kavallerie war sehr stark. Die war richtig gut. Die haben wir auch gut eingesetzt. Und die feindliche war zum Vergessen. Und Buford, wie gesagt, gar nicht genutzt. Mann, Mann, Mann. Plänkler haben wir gar nie benutzt. Großartig. Also... Ja, von der Infanterie, die Louisiana Brigade mit sagenhaften 5000. Wahnsinn. Captain Joseph Latimer ist Major geworden. Alles klar. Brigadegeneral wurde zum Major General. Genau, Stark. Fitzer Glee wurde auch zum Major General. Armistead verletzt. Epperhanden verletzt. Robert Stripling befördert zum Major. Cool. Und Featherston verstorben, Gott sei Dank nur einer. Und William Chapman verletzt. Wahnsinn, Leute. Das war echt eine Schlacht. Das ist der zweite Teil. Das war gut, hat Spaß gemacht. Gell? Leute, lasst ein Like da, lasst ein Abo da, schreibt einen Kommentar und drückt die Glocke, damit ihr keine Folge verpasst. Und ich freue mich auf die nächste Folge. Und der nächste Kampf wird sein. Antietam, oh mein Gott. Antietam, also mach's gut, meine Lieben. Und bis dahin, ciao.